Hallo und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3, wo wir in der letzten Folge den Riesen erledigt haben. Und wir haben jetzt vor, zu Krach an Kret zu gehen, um uns unsere Belohnung abzuholen. Denn wir haben sowohl seiner Tochter, Ceres war das, glaube ich, Ceres. Ich kann mir das echt schlecht merken. Erstens, weil zu viele Namen auf einmal sind. Und zweitens, mein Ohr juckt, lol. Und zweitens, weil, ich relativ lange Aufnahmepausen immer zwischen den einzelnen Folgen habe, beziehungsweise nicht zwischen den einzelnen Folgen, sondern zwischen den Aufnahmesessions. Ihr müsstet eigentlich wissen, warum, wenn man mehrere Sachen auf einmal aufnimmt, zum Beispiel mein aktuelles, jetzt neues Projekt, was jetzt auch wieder auf dem Channel ist, Deponia, habe ich zum Beispiel in der letzten Aufnahmesession 8 Folgen am Stück aufgenommen. Das heißt, da kommt man schon mal über eine Woche mit aus, und wenn man eine Woche oder so Spielzeit dazwischen auslässt, dann vergisst man auch mal schnell was. So, wir gucken mal auf die Minimap, denn wir sind gerade Ruinen von Dovre und hier ist soweit nichts. Okay, ich wollte nämlich sagen, wenn wir schon hier sind, können wir eigentlich auch gleich die Fragezeichen abklappern, bevor wir diese Insel verlassen. Es scheint aber im Moment nichts zu geben. Dann gehen wir zum Wegekreuz und holen uns wirklich unsere Belohnung ab, damit wir da questmäßig auf jeden Fall schon mal vorankommen. Jetzt habe ich mich irgendwie... Irgendwas kreischt hier extrem krass. Ich weiß nicht, ob das die Harpien sind oder ob es hier irgendwo noch ein Monster gibt, was uns irgendwie einschüchtern will oder einfach nur lebt und kreischt. Da ist es wieder. Das hört sich nicht nach einer Harpie an, wenn ich ehrlich bin, oder? Oder nach einer Sirene. Obwohl, das könnte eigentlich gut hinkommen. Meine Ausbildung als Hexler ist natürlich... Meine Ausbildung als Hexer ist natürlich schon ein bisschen was her, deswegen kann ich das nicht zu 100% auf den Punkt genau sagen. Aber gut, ein paar Krähen. Schnellreisen. Ich finde das sehr gut mit dem Schnellreisen, gerade bei den Inseln. Stellt euch vor, wir müssen diese Strecken jedes Mal mit dem Boot fahren. Das wäre schon hart. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu hart. So, auf nach Kertrolde, denn wir haben etwas erledigt. Und wollen dafür natürlich auch Belohnung haben, beziehungsweise er wollte ja im Gegenzug dazu mit Moissac reden, damit wir uns diese Stelle ansehen dürfen, wo Yennefer vermutet, dass dort Ciri erschienen ist bei dieser Explosion. Okay. Da sind wir. Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Dann schaue ich ein andermal vorbei. Hat Krach für meine... Genau, weil wir sind ja eigentlich kein Sohn oder eine Tochter von Skellige. Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Ceres und Hjalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Komm, Krach wartet. Alles klar, dann lassen wir nicht lange warten. Wie ist die Stimmung da drin? Ruhig, zu ruhig. Wieso das? Es gibt auf Skellige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich weiß nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Flaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja? Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Ach, hör mit deiner Scheißprallerei auf! Ceres, hey! Ach, verdammt! Interessant, da ist er da. Wir haben uns entschieden, ihn selbst diesen Titel zu überlassen, sonst hätten wir den Ruhm eingestrichen. Vielleicht hätte das diese Situation schon verändert, ich weiß es nicht. Das war ja gar keine Glanzleistung von dir, Kollege. Hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert? Meinst du, das weiß ich nicht. Aber du hast sie gesehen, sie ist so... Stur? Jähzornig? Bockig?
weigert sich, auf irgendwen zu hören? Genau. Stimmt, Amber. Ceres und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge. Naja, und wo ist dein Vater? Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Yards? Nein, er ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen? Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. Sehr gut. So, gehe nach Krach, um deine Belohnung zu erhalten. Machen wir gleich. Dafür sind wir hier. Ich glaube, ich habe so eine Ahnung, dass wir hinterher entscheiden müssen, wer der neue König wird, obwohl wir ja eigentlich überhaupt nicht das Recht dazu haben, aber ich glaube, dieses Spiel wird es wieder so drehen, dass es dann hinterkommt. Geralt, was sagst du? Soll Jalma oder Ceres König werden? Und dann werden wir eine Entscheidung treffen, die ich mir im Moment überlege. Wenn es nicht so ist, dann habe ich es halt umsonst überlegt, aber besser vorbereitet als nicht. Gefällt dir das Fest nicht? Das ist kein Fest. Das ist ein Bauernmarkt, wo Stimmen wie Schaffelle gekauft werden. Savanri gebuhlt nicht um Unterstützer? Svanrig wird nicht um Unterstützer werben? Brans Sohn falscht nicht um eine Krone, die ihm von Rechts wegen zusteht. Soweit ich weiß, erhält der Kandidat mit den meisten Stimmen die Krone. Das ist Tradition. Aber nicht alle Traditionen sind gut. Das Geschick der Inseln sollte einer einzigen Familie anvertraut werden. Natürlich sollte das. Was ist denn falsch daran, einen König zu wählen? Mir gefällt die Dame überhaupt nicht. Was ist falsch daran, euren König zu wählen? Geh herum und hör zu, dann weißt du es. Die Anwärter vergeben bereits Ländereien, Privilegien, Titel, günstige Urteile. Sie benehmen sich wie Huren, die ihre Röcke für jeden Passanten heben. Ein König von Wählergnaden ist kein Herrscher, sondern ein Schuldner. Das muss aufhören. Wir müssen damit beginnen, Brans erstgeborenen Sohn auf den Thron zu setzen. Ich hoffe, dass die Jarls die Weisheit darin sehen. Und du verlässt jetzt also Kaer Trolde? Du verlässt Kaer Trolde? Morgen, bei Tagesanbruch. Viel Spaß noch, Meister Geralt. Sie gefällt mir gar nicht. Ich muss sagen... Okay, es geht weiter, dann reden wir später weiter. Darf ich? Du musst sogar. Komm, ich habe auf dich gewartet. Na, gefällt dir das Fest? Besser als die Festlandpelle? Es gibt jedenfalls mehr zu trinken. Ja, und ob. Alles aus meinem Keller. Doppelmet, Trippel, zintrischer Pflaumenbrand, Mahakama-Schnaps, der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser. Die Ankrets wissen, was Gastfreundschaft heißt. Nee, wir fangen erstmal unten an, natürlich. Womit oder worüber hast du mit Birna geredet? Ich sah dich mit Birna reden. Worum ging's denn? Politik. Was anderes interessiert sie schließlich nicht. Sie wollte mich überzeugen, dass wir Brans Andenken ehren müssen. Und dass sich deswegen meine Kinder aus dem Rennen um die Krone nehmen und Svanrig unterstützen soll. Warum nur glaube ich, dass du sie hast auflaufen lassen? Das ist noch freundlich formuliert. Ich habe sie rausgeworfen. Oh, das ist okay. Und du bist nicht zwischen Jalma hin und Ceres hin und her gerissen? Fühlst du dich zwischen Jalma und Ceres hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Ankret. Und glaubst du, dass die Skellige auf eine Frau hören werden würden? Meinst du, der Rat der Jarls wird es wagen, eine Frau auf den Thron zu setzen? Wenn du mich das vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich dir ins Gesicht gelacht. Aber heute sehe ich, und nicht nur ich, dass Ceres etwas hat, was auf den Inseln so selten ist wie heiße Sommer. Geduld. Andere handeln und denken dann. Sie nicht. Sie durchdenkt alles. Wägt das für und wieder ab. Aber wenn sie handelt, hält keine Macht der Welt sie auf. Hört sich doch eigentlich schon perfekt an für König eigentlich. Naja, ist Jalma nicht eigentlich zu hitzköpfig für einen König? Mal unter uns, ist Jalma nicht zu heißblütig, um König zu werden? Kommt drauf an, was du für einen König willst. Wenn du einen willst, der Gesandte schickt, Figürchen über eine Karte schiebt, die profitabelste Option berechnet, dann ist er zu heißblütig. Ja, aber Skellige will einen anderen Herrscher.
einen, der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer springt, als sich zu unterwerfen. Und das ist Hjalmar. Wenn ihr eure Angriffe ausweitet, zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch. Das könntet ihr noch bereuen. Ins Kellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis. Naja, aber warum ich eigentlich hier bin, reden wir erstmal über meine Belohnung. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu. Was ist da los? Verdammt. Hjalmar hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Hjalmar. Gehen wir. Oh, ich glaube, da hat die Alte irgendwie wieder was mit die Finger zwischen. Wahrscheinlich ein Zutat oder so. Da wette ich drum. Droide? Oh Gott. Das wird kein normaler Bär sein, oder doch? So, Igni natürlich. Komm her, du bist nicht der erste Bär. So, das Fell sollte eigentlich gut brennen. Na super. Irgendjemand muss die Bären reingelassen haben und ich habe einen großen Verdacht, wer das gewesen sein könnte. So, kleiner Mann. Das war das. Die List des Königs. Oh Mann. Wo ist Hjalmar? Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Entschuldigung. Oh nein. Nimm meinen Mantel! Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halbjorn! Er ist tot. Krach! Wo sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort! Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Lugos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn. Das lasse ich nicht zu. Dann komm her! Los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Oh Mann. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Verflucht, was für ein Chaos. Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester. Das kann nicht warten.
Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Ganz ehrlich, ich bin auf Ceres Seite. Du hast recht, Ceres. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Oh Mann. Aber da ist das, was... Hast du sowas schon mal gesehen? Na, Krach gesagt und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden. Wer ist denn alles gestorben? Weißt du, wer gestorben ist? Drogoda, Drake Bondu, Blaujung Lugos, Halbjorn, Otrik. Die Liste ist lang. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Hjalmar und Svanrik. Was willst du damit sagen? Nichts. Noch nicht. Ah, ich glaube, Geralt hegt den gleichen Verdacht wie ich. Na gut. Was ist denn vor dem Massaker passiert? Und bitte genau antworten. Was ist vor dem Massaker passiert? Was genau? Blaujung Lugos hat gewettet, dass er ein Fass Bier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter Fass zentrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an, aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren. Lugos! Lugos! Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Ob wir haben genug geredet. Sehen wir uns um. Lass mich wissen, was du findest. Ich rede mit den anderen. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich. Guter Einfall. Spiel gespeichert sich, dann brauche ich das nicht manuell tun. Dann untersuchen wir mal die Leiche. Spuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Vielleicht finden wir einen Bärenhinweise. Also gut, was haben wir denn hier? Zuerst den Kopf. Ein Bärenschädel. Aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met. Und nach etwas anderem. Etwas Erdigem. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam. Okay, Torso untersuchen. Etwas unter dem Fell. Eine Tätowierung? Wie eine Bärentatze. Da war meine Vermutung von dem Druiden doch nicht falsch, wenn wir ehrlich sind. Okay, Gliedmaß untersuchen. Alte Narbe ist wohl genäht worden. Gut. Halb Mensch, halb Bär. Wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll, also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Oder ein Lykanthrop, Mate, okay. Mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Okay, ganz ehrlich, ich habe erst gedacht, Druide aus World of Warcraft zum Beispiel. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber da sind ja die Druiden, die sich in Bären verwandeln können. Ich dachte, das wäre hier ähnlich. Deswegen habe ich jetzt vorher schon auf Druiden geurteilt. Scheint aber dann Lykanthrop zu sein, wie zum Beispiel ein Werwolf, nur eben als Bär vielleicht, als Form. Okay, untersuchen wir bei der Alle Hupen. Hörner sind leer. Und die nächste Leiche. Mist, der ist ja noch ein Kind. Naja. Kerzen ausmachen. So, die Humpen sind alle leer, haben wir gesagt. Hier liegt noch einer. Massakriert. Schwer zu sagen, wer das ist. Steingrim vielleicht. Hier hat's nochmal einen Kessel. Hauptsache er lacht. Wunderbar. Bei jedem Tisch ist eine Schüssel. Met in diesem und nur Met. Vielleicht wusste das jemand und hat deswegen den Met mit etwas versehen, damit die Verwandlung passiert. Also wurden die Bären nicht reingelassen, sondern jemand wusste von der Lykro...
Tropie und hat absichtlich das verursacht. Ich gehe stark davon aus, dass das eben diese Birna war, weil sie ja nicht möchte, dass die Königslinie jetzt in, also sie möchte ja, dass die Königslinie in Familien, ein Familienerbe quasi wird, wie es in allen königlichen, also in den meisten königlichen Fällen ja so der Fall ist, oder in Königreichen, dass dann die Familie stets Königsfamilie, blaues Blut und all so ein Gedöns. Da finde ich es eigentlich ehrlich gesagt gut, dass es hier sowas gibt, dass der König gewählt wird. Denn ein gewählter König ist ein König, den man das Volk, die Skelliger sich selber aussuchen können. Oder jedenfalls die Jarls, aber das sind ja die Stellvertreter in diesem Sinne. Und nicht wie zum Beispiel bei Game of Thrones einfach irgendjemand, der hergelaufen ist, der da jetzt einfach in die Rolle geworfen wird, damit völlig überfordert ist vielleicht und einfach nur, naja, Scheiße baut, wenn ich das einfach mal so sagen darf, zwischendurch. Ich glaube, also ich bin der Meinung, das ist eine bessere Lösung. Natürlich kann da natürlich jeder der König werden und auch sehr, sehr anfällig dann für zum Beispiel Korruption oder sonstiges, aber naja, ich glaube, dass, also meine persönliche Meinung ist, dass sowas besser ist als einfach nur eine Familie. Das unterstützt auch so die Sache, je nachdem, in wo du hineingeboren wirst, desto mehr entscheidet sich, was du wirst oder wer du wirst. Und das prägt das ja noch mehr. Wirst du als König geboren oder kannst du als König gewählt werden? Das sind ja zwei sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Naja, damit mein Gedankengang zu Ende. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und wir untersuchen weiter. Der junge Lugos. Die Bären haben ihn überrascht. Er hatte keine Chance. Er hatte sich massenweise den Met reingezogen. Okay, ich denke mal, hier finden wir genau solche Merkmale. Huch. Hallo? Können wir den nicht untersuchen? Wahrscheinlich nicht, weil wir den anderen schon untersucht hatten, oder? Genau, das macht hier keinen Sinn. Wen haben wir hier? Drogo da. Der Skalde hat ausgespielt. Alles an, oder viele Anwärter des Königs auch. Hier hat es noch eine Schüssel, die können wir aber nicht untersuchen. Dann gehen uns bald die Möglichkeiten aus. Irgendwo muss doch die Schüssel zu finden sein. Da unten ist noch ein, hier liegt noch ein Bär. Aber ich denke, auch den können wir nicht untersuchen. Jetzt die Leute hier zu beklauen, wäre, glaube ich, falsch. Metspuren sollen wir untersuchen. Hier sind überall Leichen. Wir können die... Ah doch, jetzt kommen wir hier, aber nichts Besonderes. Wir müssen also auf etwas warten, was rot leuchtet. Und das Einzige, was im Moment noch rot leuchten, sind die Bären. Aber wir können die Bären nicht untersuchen. Nein, geht nicht. Wir suchen mal weiter. Vielleicht haben wir was übersehen im ersten Moment und durch die Unterhaltungen. Hier sind wir hineingekommen und haben die ersten Bären bekämpft. Hier liegt noch jemand. Oder sitzt. Ach, das ist der verstorbene Sohn. Und da ist der Krug. So viele Wunden. Kaum erstaunlich, dass Halbjorn verblutet ist. Erdiger Geruch im Bärenmaul. Etwas wie Pilze? Die Schüssel ist leer, aber der Geruch hängt in der Luft. Der kommt von woanders im Raum. Dann untersuchen wir das natürlich gleich. Und der führt aus dem Raum hinaus. Nein, hinter die Tür. Hier, Met mit irgendeinem Pilz versetzt. Und Menschenblut. Terris. Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern... Menschen, die sich in Bären verwandeln. Mhm. Berserker. Berserker? Ich glaube, davon haben wir schon mal im Bestiarium gelesen. Berserker? Der Name der Skalden für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff für Sagen und Legenden. Aber es passt doch, nicht wahr? Mhm. Fast. Es war eine Feier, keine Schlacht. Und ich weiß genau, was die Verwandlung bewirkt hat. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Chjord könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. Gut, dann konsultieren wir Chjord.
Wo haben wir denn den guten Jord? Wir laufen Ceres mal hinterher. Sie wird wissen, wo der ist. Ah, heraus. Dort unten wird er stehen. Welche Schande! Die schlimmste seit dem roten Begräbnis. Da sind weniger gestorben. Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Naja, Ceres hatte recht. Du kennst dich echt gut mit Pilzen aus. Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders, wenn sie den Geist beeinflussen. Ihn beruhigen. Wachträume hervorrufen. Udalric hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Okay. Und hat das irgendwas mit den Berserkern zu tun? Haben Mardrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mardrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Und auf jeden Fall habe ich von diesem Pilz noch nie gehört. Mardrömme. Nie gehört. Hier auf dem Festland hat einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Kluger Mann. Blut und Mardrömer. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Na gut, dann mit Giris auf in den Keller, um dort nach weiteren Hinweisen zu suchen. Aber das erst in der nächsten Folge. Wir sehen, es ist zwar ein bisschen doof, wieder mitten in der Quest abzubrechen, aber... Naja, ich denke mal, das können wir verkraften. Die Folgen sollen nicht zu lang werden. Muss ja einmal guckbar sein für euch und zweitens auch produzierbar für mich. Und deswegen, ich hoffe mal, das ist nicht schlimm. So haben wir einen kleinen Cliffhanger. Und ihr könnt eure Theorien mal wild in die Kommentare auslassen, was ihr denkt, was wirklich passiert ist. Na gut, Dankeschön fürs Zuschauen und schön, dass ihr dabei seid. Und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Auf bald. Tschüss.